Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Mary LeChef Cooking Passion. Ja, und es sind nur noch 3 Level, dann sind wir hier mit diesem Restaurant auch schon wieder fertig. Also ich finde, es geht super schnell, aber jetzt erstmal Level 19. Hätte ich nur heitere Sophies Stimmung mit Süßigkeiten auf. So, den Erdbeersmoothie, alles klar, den nehmen wir. Ich glaube, gekauft hatten wir alles. Ja, können wir direkt los. Tante Sophie? Er hat das Foto für mich gemacht. Pierre, bevor er wegging, wollte er, dass ich mit ihm nach Paris gehe. Das verstehe ich nicht, Tante Sophie. Warum hast du das nicht getan? Pierre war aufregend, leidenschaftlich, kompliziert. Ich war in deinem Alter nicht sehr abenteuerlustig, ich hatte Angst. Ich wollte Sicherheit, ein Zuhause. Ich habe mich gegen Pierre und für eine sichere Beziehung entschieden. Ich erinnere mich noch an seinen Namen, John, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wie er aussah. Aber ich kann dir noch immer bis ins kleinste Detail beschreiben, wie Pierres Gesicht aussah. Tja, da hat sie die große Liebe anscheinend ziehen lassen. Sophie wird dich bitten, ihr Süßigkeiten zu... Ach, sie sitzt hier oben, okay. Okay, wie viele Süßigkeiten will sie denn? 6, na gut. Soll sie bekommen? Kein Problem. Süßigkeiten helfen manchmal. Vor allen Dingen, wenn man traurig ist. So, aber das ist jetzt erstmal für euch. Und dann kann ich schon wieder einen Smoothie vorbereiten. So... Das ist für dich der Eclair. Und was möchtest du? Du möchtest Popcorn. Ja, sollst du kriegen. Popcorn mit Zucker aber, ne? Nicht mit irgendwas anderem. So, du möchtest 2 Makaronen. Okay, gebe ich dir. Kein Problem. Käseplatte mit Früchten. 2-mal dann die Erdbeeren und 2 von diesen Dingern. Eieieiei, so ein bisschen da oben Sophie im Auge behalten. Das und das. Oh ja, jetzt fängt sie schon wieder an zu denken. Das Popcorn hat nicht lang vorgehalten. So, das und das brauche ich. Den Kuchen für Sophie habe ich. Nochmal das Ganze. Peter geht dann mal aufräumen. Ja, Sophie, warte doch bitte. Ich komme doch. Nur wein doch nicht. Und dann gehe ich kassieren. So. 2-mal die Makarons in Blau. Alles klar, bitte schön, wiedersehen. Maus? Ach, da... Oh, wie gemein. Graue Maus im grauen Teppich. Das ist ja wie weißer Adler auf weißem Grund, ihr Lieben. So, das ist was für dich. Okay, kannst du gehen? Sophie, was möchtest du haben? Ja, jetzt ist die Maus und da hinten. Okay, alles klar. Sophie möchte einen Crepe mit allem. Und dann hole ich hier hinten das noch. So, für dich der Crepe. Dann gehe ich hier runter, schmeiße 2 von den Makarons rein, hole mir die Melone. So, hole das wieder ab für euch. Damit kassiert, da wird aufgeräumt. Eieieiei, da ist die Maus einfach woanders. Es ist ja eine Unverschämtheit. So, da wird aufgeräumt. Warte mal, du möchtest einen Crepe mit Schokolade. Okay, sehr schön, sehr schön. So, Sophie, du hast noch ein bisschen was zu bestellen. Du musst noch 3-mal irgendwas Schönes wollen von mir. Eine Erdbeere in Schokolade, okay, kein Problem. Dann holen wir das auch noch und den Eclair. Tja, dahin und dann zu Sophie. 2 Makarons hier unten rein. Das Klärchen, das ist für dich. Kommen die da? Ja, die kommen. Das ist super. Alles klar. Und was kann ich für dich tun? Du möchtest Eclair und Kuchen. Kein Problem, bitteschön. So, und du möchtest eine Mischung. Na gut. So, das ist dann für dich. Und Sophie denkt schon wieder. Och man, die ist aber auch unglücklich. Oh ja. Jetzt kommt hier die ganze Packung. Warte mal. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das schmeiße ich rein. So, Kiwi mit Schokolade. Hole das ab. Geh zu Sophie. Geh da runter. Hole den Eclair. Bringe ihm den. Okay, dann muss ich unbedingt Teig machen. Eieiei. So, okay. Noch ein Teig. Da wird aufgeräumt. So, dann ist das für dich. Bitte schön. Ich mache noch mal lieber hier Crepe, ne?
Ja, warte mal, ich muss erst den Crepe machen. Und dann kommst du hier mit deiner Farbenpracht. Und Sophie denkt schon wieder, okay. Ja, sie möchte einen Crepe, aber diesmal nur mit Schokolade. So, dann packe ich das ein. Dann packe ich den blauen ein. Ja, warte, Sophie. Sophie, lass mich die Bestellung noch machen. Bitte fang jetzt nicht an zu flennen. Ich will das hier alles am Stück abgeben. Oh. Okay. Sophie ist bedient. Das ist gut. So, das für dich. Und ich muss schon wieder Teig machen. Hier, roll mal da auf. So, das ist dann für dich. Okay, sehr schön. Und dann machen wir hier auf jeden Fall nochmal Crepe nach. Gleich noch einen. Nicht so schüchtern, Mary. Hau hier richtig Crepe raus. Ah, die wollen gar keinen mehr. Okay, macht ja nichts. So, wir packen uns den Smoothie, den Kuchen, die Kiwi und die Melone. Dann ist das für euch, bitte schön. Ich postiere mich schon mal an der Kasse. Laden ist geschlossen. Wunderbar. Peter packt sich schon wieder alles vom Kopf. Und auf Wiedersehen. Aber glücklicher sieht sie jetzt auch nicht aus, ne? Naja. Peter. Okay, es tut mir leid. Ich bin ein Idiot. Ich wollte nur... Mit dem Nasenpopler. Oh Mann. Also er ist ja niedlich, aber ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Nein, wie gesagt, er ist bestimmt total nett. Bonus Nummer 10. Vergeben und vergessen. Einige Kunden werden nicht zahlen können. Sei trotz alledem erfolgreich. Wie nicht zahlen können? Wo kommen wir denn dahin? Was sind denn das für Zustände? Okay, sind die hier pleite oder wie oder was? Ja, mach mal da den Smoothie. Okay, und dann bereiten wir hier Teig auf jeden Fall wieder vor. Werden nicht zahlen können, das ist ja unfassbar. So, kannst du zahlen? Ja, du kannst zahlen. Das ist nett von dir, danke. Ach so, ich kann wieder nur 6. Na gut. Okay, so, das nehme ich mit, das nehme ich mit, bring das zu euch. Mach dann schon mal wieder einen neuen Smoothie, grünes Makaron. Aha, so Erdbeere mit Schoko. Okay, mal gucken, was sie will. Aufräumen, nee, okay, ich bringe ihr das. So, okay, aber die konnten auch zahlen. Okay, so, das ist für dich. Hast du Geld dabei? Na, da hat jetzt nicht da unten. Da hat. Die ist, glaube ich, ohne Bezahlen jetzt raus, ne? Das ist ja unfassbar. Also sowas finde ich nicht gut. So, das und das hole ich noch. Bringe das nach da. Warte. Ja, jetzt habe ich gerade, weiß ich auch nicht. Jetzt hatte ich gerade einen Hänger irgendwie. Irgendwas wollte ich machen. Ich weiß noch nicht was. So, das ist für dich. So, da wird aufgeräumt. Und ihr wollt die Käseplatte, ihr wollt den Crepe mit Schoko und ihr wollt die Melone mit Schoko. Okay. Ach, nicht schnell hier unten kassieren gehen. Ja, das hat auch wieder keine Punkte gebracht. Das ist doch eine Unverschämtheit. Kann man denen das ansehen? Okay, sie hat aber Punkte gebracht. Na gut. Kann man denen das ansehen, ob die Geld haben oder nicht? Das ist hier die Frage, ihr Lieben. Also, zweimal Blau und Melone mit Schoko. Okay, warte, ich komme. Und du möchtest Gelb und Blau. Alles klar. Was möchte er? Er möchte das und Popcorn. Na gut, na gut, na gut. So, dann ist das für dich. Das für dich. Bitte schön. Aufräumen da oben. Ach, warum habe ich denn wieder keinen Smoothie? Was ist denn das für ein Lotterladen hier? Mann, aber auch. Zweimal das. Oh Gott, ey. So, dann einmal gemischt. Dann brauche ich das noch. Und zweimal gelb. Okay. Oh, ich hasse diese Dinger hier.
So, dann holen wir Popcorn und zweimal Melone für euch. Popcorn und die Käseplatte und nochmal die Käseplatte. Okay. So, sehr schön, da wird aufgeräumt. Ich kassiere dich schon mal und die kommen hoffentlich hier zusammen. Jawohl, die kommen zusammen zur Kasse. Sehr schön. Sehr schön, hat doch geklappt. Obwohl die alle pleite waren. Schrecklich. So. Ja, Level 20, ihr Lieben. Das letzte in diesem Restaurant. Weiter geht's. Lasst die Dekorationen dort, wo sie hingehören. Ja klar, warum auch nicht? Der grüne, ja, den verwenden wir. Der verbrennt nicht so schnell. Das ist schön. James, hallo, setz dich zu mir. Ich wollte mich für gestern Abend entschuldigen, für den Aufstand. Du musst dich für nichts entschuldigen. Peter ist doch nicht ernsthaft verletzt, oder? Nur sein Stolz. Du magst ihn. Das tue ich. Er liebt dich, das kann man klar sehen. Da hat der James aber ganz gute Augen, muss ich ja mal sagen. Befestige die Aufkleber. Ja, achso, okay. Ach, sie rennt raus. Okay, aber sie ist schnell, das ist supi. Okay, machen wir den zweiten auch noch gleich. Mary, Mary, zweiter Aufkleber, komm schon. Eieiei. Na, komm, 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 komm. Jawohl, sehr schön. Dann haben wir das doch schon. Okay. Dann brauche ich mich doch damit gar nicht mehr beschäftigen. Das ist super. Ja, winke, winke da oben. Jetzt guckt doch nicht so böse. Ich bin doch schon fast bei euch. Nur keinen Stress. So, gelb und grün. Eclair. Das aus dem Ofen. Und zweimal Erdbeer mit Schokolade für euch. Und da wird aufgeräumt. Ja, komm her. Dich kassieren wir direkt. So, da kann aufgeräumt werden. Ich mache hier gerade mal Teig, bis sie sich hier entschieden hat. Und sie möchte Erdbeeren mit Schokolade, bitte schön, kommt. Und gleich noch einen Teig vorbereiten. So, zweimal den gelben, nicht Eclair, Makaron und das, nein, das und das. So rum wird ein Schuh draus, ein Eclairchen. So, jetzt für dich, bitte schön. Einmal Teig mache ich noch. Und ihr wollt zweimal Popcorn und einen Kuchen. Und das, die Maus. So, einen Kuchen für dich, bitte schön. Wiedersehen. Boah, das und das. Warte, das und das. Das und das. Und mit das aus dem Ofen. Das und das. Da wird schon mal aufgeräumt. Okay, warte, dann kassiere ich hier. Dann bringe ich das da hoch. Oh, ich hasse diese Dinger. Hört doch mal auf, diese Dinger hier zu bestellen. Ich mag diese Dinger nicht. Mann, die sind bestimmt super lecker. Aber ich möchte die nicht. So, hier für dich, bitteschön. Da wird aufgeräumt. Och Mann, jetzt mobbt ihr mich doch hier, oder? Das ist doch Schikane, was ihr hier gerade mit mir macht. Jetzt bestellt jeder diese Makarons hier. Mann, und ich weiß noch nicht mal, ob die überhaupt so ausgesprochen werden. So, wir brauchen einen Crepe, wir brauchen das Popcorn und die Kiwi für euch. Manometer. So, ihr zwei da oben in der Ecke, was wollt ihr? Ah, wieso habe ich das nicht vorbereitet? Weil diese Makarons mich hier völlig durcheinander bringen. Da will schon wieder einer so ein Ding. Ich hasse dieses Ding. Oh, das, das und das und das und das und das. So, das aus dem Ofen holen, das ist dann für dich. So, jetzt mache ich aber hier mal den Smoothie vorbereiten. Ja, und die wollen natürlich auch prompt einen haben. Das und das. Oh Gott, ey, die Melone. Das wieder rausholen. Dann nehme ich den Kuchen da noch mit. Bringe euch das. Bringt ihr das. Noch eine Kombo. Eieiei. So, das und das. Okay, da wird aufgeräumt. Das Popcorn.
So, das dahin für dich, das da hoch, dann gehe ich kassieren. Okay. Boah, echt Stöhnschnauf. Nein, jetzt hört doch mal auf damit. Also ich fühle mich hier wirklich ein bisschen schikaniert jetzt. Ah, ich habe das Makaron-Ding vergessen. Ich hasse es. Warum? Warum müssen die dauernd dieses Zeug bestellen? So, das mit Schoko und nochmal das mit Schoko und ein Eclair für euch. Bitte schön. Hier wird passiert. Das und das, das und das. So, zwei gelbe noch. Okay, und du möchtest die Erdbeeren mit Schoko. Alles klar für dich. Dann komme ich da hoch, dann gehe ich kassieren. Dann wird aufgeräumt. Schokokrepp mit Bananen. Mmh. Alter, Schokokrepp mit Bananen. Unfassbar lecker, hört sich das an. Ach, so, junger Mann, du möchtest eine Erdbeere mit Schoko. Alles klar, bringe ich dir. Ich werde heute Nacht von diesen Makarons träumen, glaube ich. Ich sollte mal irgendwo hinfahren, wo sowas serviert wird. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt hier. So, das ist dann für euch. Ihr wollt den Crepe mit allen Sachen und da auch nochmal zwei Makarons. Oh. Und zum Abschluss, ne, knallen die mir hier noch die Makaron-Dinger rein. Ich hasse euch alle. Echt. So, zwei grüne noch. So, dann hole ich den Smoothie, hole das. Da wird mal aufgeräumt noch. Ich bin gerade fix und sacknass geschwitzt hier, ne? Von diesen Dingern hier. Peter, geh da aufräumen. Kommst du auf andere Gedanken? So. Eieiei. Aber schön. Wieder geschafft, ihr Lieben. Schön, schön. Also, wohin gehen wir? Ihnen gehört also das Gebäude? Ganz und gar meins und es steht mir frei, es zu verkaufen. Bitte was? Anscheinend zum Arbeitsamt. Sophie, was ist hier los? Peter, Mary, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich nenne es nicht Rente, ich werde nur... Oh, ich werde nach Paris gehen. Ich weiß noch nicht, wann ich zurück sein werde oder ob ich überhaupt zurückkomme. Aber ich weiß, dass es richtig für mich ist. Ich freue mich so für dich. Vielleicht besuche ich sogar Pierre. Also, wir sind dann jetzt arbeitslos, ja? Keine Sorge. Ich habe bei meinen guten Freunden, den beiden Brüdern Luigi und Kierno, ein gutes Wort für euch eingelegt. Lasst uns feiern. Ich lade euch ein und werde euch alles darüber erzählen. Okay. Also, was machen wir heute? Ach, wir gehen zum Arbeitsamt. Auch schön. Habt ihr hier jemanden vergessen? Hört mal, hier ist noch die Lady, die mit dem Restaurant kaufen. Ja, Hallo? Ja, alle weg. Oh, wei. Naja, dann soll sie nach Paris gehen und dort glücklich werden, ihr Lieben. Oh, und wir haben, glaube ich, ein neues Rezept. Das ist sehr schön. Da gucken wir doch gleich mal. Tante Sophies Tarte-Tatin. Eine Packung roher Kuchenteig für eine 23er Form. Butter, Zucker, drei große Äpfel. Aha. Ja, und Mehl. Das ist nicht allzu viel, ne? So, Ofen vorheizen. Geeignete Pfanne. Ich mache das wieder. Ihr könnt einen Screenshot machen, wenn ihr das Rezept haben wollt vielleicht. Pfanne auf den Herd stellen, okay. So, warte, da sie 5 Mehl auf der Arbeitsfläche verteilen, Teig vorsichtig auf die Äpfel legen. Ach, auf die Äpfel legen, ah. Und den gekräuselten Rand leicht nach unten auf den Boden drücken. Aha. So, und dann vorgeheizter Ofen, 20 Minuten backen, 5 Minuten abkühlen lassen, aufessen. Nom nom nom. Bourbon Vanille Eiscreme. Oh, Alter, ey. Fahren die hier voll die Rezepte auf. Ich finde das super lustig. Okay, ihr Lieben, habt ihr wieder ein neues Rezept und wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Restaurant. Hört sich ein bisschen italienisch an, würde ich sagen. Was hat sie gesagt? Luigi und Kierno oder so ähnlich? Gut, wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.
tell me.